Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Ja. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Ich werde nichts vergessen. Ich nehme immer alles mit. So, 6 Patronen. Geil. Natürlich das Tagebuch. Kann man nicht vergessen, um unsere tiefsinnigen Gedanken aufzuschreiben. Und das Licht lasse ich immer an. Die Gitarre kann ich auch spielen. Mehrere Akkorde habe ich drauf. Die, aber nicht gerade schön sind. Okay. Ist das nicht ein bisschen Energieverschwendung hier? Das ist schöne Musik. Naja. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Mhm. Eine Tonne Munition. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Wie kann ich denn antworten? Verdammt, hältst du jemals deine Klappe? Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Oder gar nicht. Ah, nein! Oh, Scheiße. Ein Albtraum? Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Und da kommt der große Typ also rüber und sagt... Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also, halte M gedrückt um meinen Arm. Kann meine Frau denn nicht überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Halte M gedrückt, habe ich ja gemacht, aber irgendwie hat das jetzt nichts gebracht. Also, da stand halt M gedrückt, nehme ich mal an, oder? Vielleicht, ach, vielleicht die rechte Maustaste? Nee. Mittlere Maustaste? Nee, auch nicht. Nee, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber, naja. Niemand zu Hause! Wirklich? Okay. Überall Dreck. Wer ist da? Leute, ich bin's. Bist du das? Ja. Ist alles in Ordnung? Ja, ich wollte nur... Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ach so, okay. Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Hey, du hast die gleiche Stimme wie der da drüben. Wie machst du das? Naja. Oh, hier ist mein... War das gerade Munition? Was ist denn das? Interessant. Oh, was ist denn hier drin? Bist du das, Peter? Nein, ich bin's, Archeom. Lass mich rein. Lass mich rein. Kannst du sie nicht selbst öffnen? Nein, kann ich nicht. Schon wieder den Schlüssel verloren. Ja, hab ich. Lass mich rein. Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Oh, Entschuldigung. Ach ja, Nummer 10. Oh, ist verschlossen. Genau, das hat mich am Metro so ein bisschen fasziniert, dass man hier so rumlaufen kann in der Metro und, Hallo? Hör auf mit, wenn du redest. Wer ist da? Ich bin's, hab dich um! Hallo! Du bist es, ja, wie geht's dir?
Lass mich etwas ausruhen, ja? Oh, bist du... Ich muss bald auf Wache. Bist du krank? Oh, sonst schlag mir die Tür vor der... Ah, ja. Hau ab, Artyom! Was denn? Ich lauf hier nur. Lass mich vorbei. Weib. Hör auf. Geh weg. Ich bin beschäftigt. Ich will nur vorbei. Ich mach nichts. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich... Okay. Was ist das denn? Alter, hab ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? So. Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mag mir das solche Sorgen. Gelesen zu haben, dass Kalaschnikow sehr stolz darauf war, dass seine Erfindung zur beliebtesten Waffe der Welt wurde. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt. Warum ist er im Gefängnis? Komm mal hierher. Ja, ich bin ja da. Sprechen verboten, hast du gehört? Was hat er denn verbrochen? Du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Ah, Diebe, okay. Denk mal, du hast das. Wenn's nur Diebe sind? Naja. So, da nach links geht's zu Waffen und da nach rechts geht's zu irgendwas anderes. Alles klar, nehme ich an. Zumindest geht's nicht. Oder, ich weiß es nicht. Es sind einige Stimmen hier. Oh, da kann man nicht vorbei. Da stehen die. Kann ich bitte vorbei? Ich kann nicht vorbei. Ist gesperrt. Schau mal, das ist das richtige Stand für sie. Dir da ist auch nicht schlecht. Aber dir ist genau. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Ah, das sind viel zu viele Stimmen gerade. Die Waffe der beste Freund des Soldaten. Okay, da drüben gibt es einen Stop Exchange. Hier kann man, glaube ich, Munition gegen irgendwas anderes. Okay, wir gucken einfach mal. Die Militärpatronen können sie an Wechselstuben benutzen, um weitere Munition für ihre Waffen zu kaufen. Okay, das heißt, Militärpatronen kann man benutzen, also kann man, ja, also ist quasi eine Währung, sozusagen. Also das ist Munitionswährung. Und die kann man umtauschen gegen echte Munition oder gegen andere Waffen und so weiter. So, dann gucken wir mal. 44er Magnum. Okay, das heißt, für die Waffe können wir Munition zum Beispiel kaufen oder verkaufen und so weiter. Im Moment, ich will erstmal gucken, was unsere nächste Mission ist, bevor ich hier Sachen kaufe, die ich dann vielleicht nicht brauche. Ich schau mal. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Ist die Waffenkammer hier? Hallo, Artyom. Hallo. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Ja. So, ist das die Waffenkammer? Brauchst du ein paar Waffen? Ja, ich brauche ein paar Waffen. Okay, hier können... Pistole, Kaliber 45. Hast du in der Waffenkammer hergestellt? Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Hey, Leute! Seid mal leise da hinten. So. Halte E gedrückt, um eine Waffe aufzunehmen. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Okay. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Oh ja, stimmt. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Dankeschön. Noch schlimmer, an die Oberfläche. Oh, man will nicht an die Oberfläche. Nur für den Fall. Mhm, Medipacks, gut. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Ich finde das ein bisschen... Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ich finde das ein bisschen verschwenderisch, wenn man hier auf der Schießbahn... Schießbahn? Nennt man das? Keine Ahnung. Wenn man hier Munition verpassen kann, also das finde ich ein bisschen... Ich würde das gerne... Tun wir die... Oder ist, bleibt die Munition irgendwie behalten? Ich weiß es nicht. Probier es mal aus mit einem Schuss. Okay, pass auf. Hallo? Ach nö, wir können sie anscheinend
verwenden, ohne welche zu verlieren. Das ist sehr gut. Oh, Puppen. Okay. Okay, gut. Dann habe ich genug geschossen. Kriege ich noch etwas oder war's das? Das war's. Okay. Dann würde ich mal sagen, sind wir ausgerüstet. Und wo kommen wir hier jetzt raus? Hier wahrscheinlich. Kann man hier noch irgendwas machen? Zartes Schwein. Kann man hier? Nee, kann man nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen raus. Wir können irgendwann zurück an die Oberfläche. Ich habe Moskau nie gesehen. Nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen in St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky-Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Wir zerstört haben. Ich dachte, es wären die Dämonen und die Monster. Oder haben wir sie kreiert? Aber, was sagt uns das? Wenn die Welt untergeht, nach Moskau ziehen. Da hat man die höchsten Überlebenschancen. Nach diesem Spiel. Kralor! Natürlich ist ein Spiel sehr repräsentativ. Vielleicht fürs Thumbnail? Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Entschuldigung. So. Ah, ist auch schön, die Musik. Ich trödel hier ein bisschen um, aber ich so spiele ich nun mal. Also ich schaue mir immer alles gerne an. Das ist halt so. Das wird auch zum Let's Play, das wird kein Walkthrough, wie zum Beispiel Assassin's Creed Unity. Hallo! Ein Ferkel! Ja, gern. Wie ledrig das aussieht. Die Haut. Die Leute festhalten, festhalten! Ich halte sie ja schon! Ich hab dir gesagt, du sollst sie festhalten. Hab ich. Die bewegt sich doch nicht. Ist doch alles in Ordnung. Okay. Du schließt dich der Karawane an? Dann viel Glück. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich laufe nur der Map entlang, sozusagen. Hallo! Hallo! Ich komme! Ich muss hier nur vorbei, irgendwie. Hallo? Sei gegrüßt! Du bist also bereit aufzubrechen? Ich bin bereit. Bist du bereit? Dann los! Ja. Vielleicht hätten wir uns mehr Munition kaufen sollen, aber ich glaube, das wird nicht geschafft. Wir kommen ja wieder zurück. Du setz dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also wer wird gut, jetzt den Hebel bedienen? Viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück.
Bist du also bereit, uns auch viel woanders hinzugehen? Natürlich. Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Ja. Okay. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Hunter war auf mich angewiesen. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst und die Rampe davon. Langsamer, Jungs! Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaya vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Warum also sprechen alle so? Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Wir können den Hals ein bisschen weit nach rechts drehen, sozusagen. Naja. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisina und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Oh, da ist unsere Waffe. Wir laden mal nach. Achso. 30. Okay. Aber wir haben 4 Magazine, glaube ich. Ich kann das nicht so genau sagen. Jedenfalls, es wäre vielleicht ganz schön gewesen, wenn... Verdammt tut mein Kopf weh. Wenn die ganz normal reden würden, anstatt... Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Artyom. Oder da war was. Klar, helf ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Was war das? Kannst du sie nicht weinen Was? Hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Mein Gott! Artyom! Was ist das? Artyom! Hierher! Wenn ihr in der Runde wollt, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Oh, jetzt!